Willkommen zurück zu einer neuen Folge Zombie-Modus. Mit dabei der gierige Dalugeier. Hallo. Und wir spielen wieder Custom Zombies, diesmal die Kneipe der Untoten. Kneipe der Untoten aus Shaun of the Dead. Oh, hier drüben. Musik. Oh, wie geil. Don't stop me now. Echte Kneipenmusik aus dem Film. Wer den Film gesehen hat, hier wird der Zombie verdroschen mit Billardkös und Holzlatten. Ja, das war damals der Besitzer der Bar und jeder, wirklich jeder, sollte in seiner Bar eigentlich eine Schrotflinte haben. Hier liegt ein Revolver am Boden, gratis. Apropos Barbesitzer, den Film an sich sollte jeder gesehen haben. Ja, ich würde sagen, die beste Zombie-Komödie aller Zeiten. Viel Konkurrenz gibt's aber auch nicht, was wahre Komödie angeht. Das geht. Es gibt schon einige andere gute wie Dead Snow. Und Zombieland ist nicht schlecht gemacht. Na, ich weiß nicht, Zombieland fand ich nie so gut. Was heißt kindisch? Bill Murray hat den Film gerettet, das war's. Oh, da ist ein Geist, oh nein, rette mich. Hey, Bill Murray ist eine Legende. Jeder liebt Bill Murray. Wo kann man denn hier überall hin? Nach oben habe ich bis jetzt gesehen. Also hier habe ich so ein geheimes Regal gefunden. Nach draußen. Boah, die Mucke ist so geil. Don't stop me. Ich brauche eine Gun. Macht richtig Spaß, Zombies zu killen. Don't stop me now. Ja, ich finde, mit der Musik macht irgendwie alles Spaß. Sehr gewaltverherrlichend, das Ganze. Was habe ich denn hier? Ich hole mir mal die hier. Das war, wette ich, keine gute Idee, aber egal, ich brauche irgendwas. Ich spiele mal noch Revolver Ocelot. Ja, du hast hier so ein Gratis-Revolver gefunden. So, was habe ich nicht? Ach, am Boden, Mann. Boah, geil, eine Nuke. Lass ihn mal liegen. Ja, aber sonst, Zombie-Komödien, Dead Snow. Ja, Dead Snow ist ja wirklich an die Erwachsenen gerichtet. Der ist schon ein bisschen krasser. Aus Schweden. Schweden machen die geilsten Filme. Schweden, Dänemark, Norwegen. Immer super Filme. Kennst du das Original von Funny Games? Ja. Das Original mit den, was sind das, Holländer? Nee, glaube ich auch. Österreicher sind das mit dem krassen Dialekt, wo der Film absolut noch ein bisschen an... man muss sich dran gewöhnen, weil die halt so reden, als wenn es gar nicht ernst nehmen könntest. Aber irgendwie, ich mochte den Film nie. Nein? Nee. Ich fand ihn immer so stumpf. Also welchen, US oder den echten? Beide. Ich habe beide gesehen. Also, Funny Games war ja einer der wenigen Filme, die so ein Experiment gemacht haben mit Kritikern. Die haben ja wie heißt das, wenn ein Film vorher gezeigt wird? Review. Ja, das hat doch auch noch einen anderen Namen oder so, wenn das so offiziell ist. Da haben die nur Filmkritiker eingeladen und die durften während des Films nicht miteinander reden. Und die Hälfte hat am Ende gesagt, der Film ist unglaublich geil, die andere Hälfte gesagt, der Film ist echt scheiße. Man muss das, glaube ich, selber mit sich vereinbaren können. Hey, hier drüben ist der Sniper. Gratis? Yep. Jo, cool. Hier ist ein MG. Lass mir mal eine Waffe, ich habe keine mehr. Achso, stand MG. Boah, wie geil. Max bringt Ammo aber keine Kohle. Schlecht. Ey, da draußen donnert auch jemand rum. Ich hab null Schuss. Hey, hier draußen kann es sein, dass das Nicola und Dempsey sind? Ich hab eine Barrelgun, eine Barrel Shotgun gefunden. Eine Barrel Gun. Das wäre geil. Nico und Dempsey? Nikolai? Na, ich hab die Sniper hier. Boah, ich hab eine Shotgun, die Sounds sind ja fett. Dead Snow, ja, war ziemlich geil. Aber ich finde damals die Zombie-Filme, vor The Walking Dead, vor dem ganzen großen Zombie-Boom, waren die alle so ein bisschen Komödie. Der Film mit dem Einkaufszentrum, Dawn of the Dead, ne? Auch. Mit dem, wo die Prominenten abschießen. Ja, die haben immerhin Castro und Saddam Hussein und... Schieß mal auf den und den. Ich geh mal oben weiter, da sind noch Türen. Land of the Dead. Zombie-Pferde. Ja, oder mit der Tankstelle, die Szene, wo der eine irgendwie seine Fähigkeiten da wiederentdeckt. Das war ziemlich dämlich, aber auch irgendwie ziemlich cool. Zombie-Filme sind allgemein sehr gut gewesen damals. Der allererste Zombie-Film war ja nicht mal einer. Weißt du, welcher es war? Am Glockenseil. Ja, ein Mann hing am Glockenseil. Zombie-Boom kommt, Film umbenannt, ein Zombie hing am Glockenseil. Okay, ganz wo genau wollen wir hin?
Oben kannst du, glaube ich... Nee, ich glaube, ich kann es auch noch aufkaufen. Ich bin jetzt oben drüber gegangen. Special Raum. Hier liegen Köpfe auf dem Tisch. Clear also ich bin Debris. Hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin auch oben. Komm mal rüber. Hier kannst du dir einen Kopf kaufen oder so. Ey, warte mal, warte mal. Was kann man hier tun? Ich hol's mal. So. Clear Debris. Hier sehen wir Dempsey und Nikolai. Die sind bestimmt draußen. Kann man hier drüben hin? Guck mal hier. Wo bist du, Mann? Oh. Guck mal hier. Muss man doch auch irgendwie... Hier ist ein Knopf hinter. Also ich denke, hier kommt man irgendwie rein. Wo kommt man hier hin? Wahrscheinlich wieder nach unten. Könnte das das Ende sein? Ich weiß nicht. Das Ende müsste ja eigentlich im Keller sein, denn damals wurden sie ja gerettet im Keller. Naja, einer. Wie? Die Freundin? Sean? Ed und Ed. Sean waren ja nur unten im Keller. Nein, die Freundin auch. Gerettet, nein, das war die Ex-Freundin aus dem anderen Team. Mhm. Aber Ed hat's ja erwischt. Die haben doch da unten die letzte Fluppe geraucht. Ja, stimmt. Und Ed hat's erwischt. Ja, aber Ed wurde später ja zu einem coolen Zombie. Er konnte immer noch zocken und das ist ja das Wichtigste. Gott. Hey, wenn du zocken kannst, ist doch geil. Dreimal am Tag ein Steak. Aber ob er sich daran erinnern konnte, ist ein Tag. Natürlich, er konnte immer noch alle Cheats. GTA und so. Ed war der beste Mann. Lass mal Tuch rüberwachsen. Lass mal Tuch rüberwachsen. Ich blute hier. Ich blute mit voller Nachbar. Ey, ich will eine geile Gun. Double Barrel? Double Dipping hier. Eine Help to. Haben wir hier eine Random? Wir haben gar keine Perks. Hier ist ein apropos Perk. One Hit. Mit Timer. Hier unten ist ein Klo. Hier kann man Debris kaufen für 2000. Ja, Debris, ist das nicht der Keller? Wir sind Welle 4, hier kommen richtig viele, kann das sein? So pro Welle? Sie kommen aber auch von überall, so Kneipengänger. Oh, hier drüben, die Random. Round, baby, right round. Boah, ist ja geil. Achso, bei dir kommen Zombies. Ist ja geil, hier drin sollte man niemals bleiben. Ich geh auch mal in den Random Kopf. Zweimal Punkte. Ich hab einen Perk. Nee, so Molotov-Cocktail. Ist wieder drauf reingefallen, wie bei den Simpsons. Boah, ich will nochmal ran. Das Herrenklo. Macht niemand froh. Alles klar, I try. Komm schon, Baby. Und yes! Tommy Gun. Oh, das ist gut. Tommy Gun ist geilo. Wir müssen noch 2000 für Debris. Max Ammo. Ich will mal hier drüben hin, da ist so ein Regal. Kauf lieber Debris. Nein, ich will das Regal hier. Ich will die Geheimnisse lüften. Ja, aber der obere Kopf, der hat doch hier diese Lampe angemacht, oder nicht? Zumindest leuchtet die jetzt auch grün. Dann muss doch der Kopf auch irgendwas bringen. Naja, wir haben einen Raum gesehen mit einem Hebel oder sowas drin. Stimmt. Der war oben in dem anderen Gebäude drin. Genau. Mal kurz ins Klo. Okay, neue geile Zombie-Filme. Was hätten wir noch? Neue gute. Naja, World War Z ist ja ein... Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Also aber ich finde ihn ganz gut. Ich finde ihn gut gemacht, aber ich finde ihn nicht so toll. Ich fand jetzt auch die Story nicht so dämlich. Ich fand, die Zombies waren halt mal so eine richtige globale Bedrohung. Denn wer kennt es nicht? Man schaut sich so einen Zombie-Film an und denkt, meine Güte, hätte ich jetzt einen Panzer, würde ich doch durchmähen. Ich fand's geil, wie aggressiv sie an sich waren. So in diesem, wo war das, in Indien? Wo sie diese Mauer da gestürmt haben? Weil nein, die da das alle war Israel. Wo die so geklatscht haben alle. Und deswegen wie war das, der 12. Mann oder so? Ja, stimmt, die Taktik des 12. Mannes, der Letzte muss immer Nein sagen. Wegen den Juden, die sind ziemlich kritisch, sagen wir es mal so. Du kannst gleich Debris kaufen. Na, ich will aber hier das Regal, ich tendiere irgendwie, oder hier die Außenwelt. Ich mach mal die 6, mach mal die 6. Nein, einmal noch gute Laune. Na gut.
Okay, geht immer. Das geht echt immer. Das macht die ganze Stimmung besser. Wenn die man Szene wäre auch nicht so witzig ist. Gewesen ohne dieses Lied. Ja. Aber Musik macht's oft aus. Wenn ich gar nicht leiden konnte damals in Shaun of the Dead, war David. Er hat aber auch einen miesen Tod gehabt am Ende. War das der Spießer? Wurde er nicht reingezogen? Der wurde dann, ja, der hat sich da irgendwie beschwert, hat rumgeheult und dann wurde er reingezogen an dem Fenster. Ich fand's geil, ich glaube, das war Ed oder der Barbesitzer, der Licht angemacht hat und vor der Tür waren Tausende. Nee, der Barbesitzer war schon tot. Nee, dann war das hinten, dann war das Ed, der hinten am Klo Licht angemacht hat und da standen Tausende vor dem Fenster. Ich glaube, da wurde er gebissen. Nee, beim ersten Mal ist er, glaube ich, noch weggegangen. Der ist doch irgendwie rausgerannt oder sowas und kam dann zurück und war am Verbluten. Ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. Man muss ihn wohl noch mal gucken. Ich werde mir ihn da jetzt noch mal ansehen. Den kann man immer wieder schauen. Ich finde, so einen Film, den kann man wirklich immer wieder schauen, wenn man Bock hat. Auch so mit Kumpels, die ihn nicht kennen. Geht immer wieder. Ja, na, auf jeden Fall. Den muss man gesehen haben. Ich kaufe mal das Bücherregal, was du meintest. Ein Keller. Ist der Keller. Hier ist auch so eine Eisentür. Wow, 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 wow. Buy Ammo. Eine Ammo-Kiste für alle Waffen, glaube ich, ist das. Kauf mal Debris. Was, wo, wie, wer? Im Klo. Na gut. Was hat das jetzt wohl gebracht? Ach ja, stimmt, oben war das, ne? Don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Ich geh mal oben schauen. Oh shit, oh shit. Die werden langsam wild. Der Schein. Nein, ich bin down. Ich wurde gerade hier geschwimmert. Ich lieg oben. Gerade sind wenig hier. Wie sieht's aus, Mann? Einer kommt. Hab ihn. Wir brauchen 20.000 für den Schalter. Das muss Endgame sein. 20.000? Ja. Alter. Dann spar mal Kohle. Ey, die Gun ist ja voll Mist. Welche hast du? SVT. Kommen die hier oben? Nee, ne? Nee, die kommen irgendwie nur die Treppe hoch. Die haben auch gar keine Perks, keinen Knocker, nix. Boah, es war knapp, ey. Lebt er noch? Hier ist alles zu, sehr gut. Hier drüben kann man dann so in MG gehen. Nein, nein! Hier ist ein Fenster anscheinend. Warte. Wow, ich renne. Ich mache hier mal so eine große Runde und hol dich. Sind viele hinter mir? Ich kann nicht nach rechts gucken. Zwei Stück. Lauf weiter. Ich muss nachladen, Mann. Lauf. Ich hab wenig Munition. Ich hol mir die Gun hier drüben. Ich muss auch irgendeine gute Gun jetzt lang. Scheiße, boah, ich krieg keine Waffe, Mann. Alter, sind das noch viele. Der mich. Moment, ich muss hier. Ja, noch nicht hängen. Gott sei Dank konnten sie über mich drüber springen. Ich hab einen abgeballert. Warte. Den hab ich. Hab ihn. Alles klar. Die kommen, glaube ich, keiner. Hier. Ja, die kommen von hier vorne. Nein, ich hab losgelassen. Moment. Okay. Komm schon. Ah, ich komm nicht ran jetzt. Schwarz. Hol ihn. Ich lass mich mal laufen. Doch, die Kackwaffe. Die kostet 2000. Aber die ist gut. Die ist gut. Oh Mann. Da kommen noch neue. Ach, da kommen noch neue, vergiss es.
Ey, wieso kriege ich keine Munition? Boah, wir müssen sparen, Junge. Kriegen wir damit 20.000 zusammen? Ich mach Mokka an. Ja, mach mal was Neues. Kernkraft 400. Dubstep-Zombies. Me ride round, baby, ride round. Like das ist a witzig. Racket, baby, ride round, round, round. Okay, nagel hier alles zu. Wir müssen ja nur die Treppe decken. Granate. Ja, aber die kommen auch hier drüben, die kommen auch hier. Hinter dir am Fenster. No! Mehr, die Granate ist an deinen Schädel geflogen. Hätte mich beinahe umgebracht. Molotov. Crawler-Armee.